Die Essenz des Lebens. Als Ferry die schwere Bibliothekspforte hinter sich verschlossen hatte, ergriff er Honorias Hand und lief mit ihr durch die Nacht zum Buchwurms Haus, welches sich nicht weit entfernt von der Bibliothek befand. Als sie vor sich hinliefen, packte Honoria Ferrys Arm und kuschelte sich an ihn an, wobei sie ihren Kopf auf seine Schulter legte und dabei verträumt sprach: Es ist lange her, dass wir so einen schönen Spaziergang durch die Nacht gemacht haben. Nur du und ich und die vielen tausend Sterne. Als sie den letzten Teil des Satzes sagte, glitt ihr Blick nach oben zu dem leicht bewölkten Sternenhimmel, an dem sich, abgesehen vom schwarzen Mond, Myriaden von funkelnden Sternen befanden. Es tut mir leid, begann Ferry und wirkte dabei traurig, dass es so lange her ist. Sein Blick glitt ebenfalls nach oben, wobei er fortfuhr: Ich selbst finde die Sterne so bezaubernd schön, vor allem jene, der vom Himmel gefallen ist und mein Herz erobert hat. Er blickte seine Geliebte an, die ihn verzückt anblickte, doch dann sprach er wieder im traurigen Ton: Aber all die Schönheit der Sterne wird von den Ereignissen der letzten Tage getrübt. Hier stimmt etwas nicht und ich sollte wissen was, aber ich weiß es einfach nicht. Ich komme einfach nicht auf die Lösung dieses simplen Rätsels. Mach dir nichts daraus, Liebste, tröstete Honoria mit ihrer süßlichen Stimme und fügte hinzu: Auch du kannst nicht alles wissen. Selbst Tami und Lucy kennen die Lösung nicht. Genau deswegen suchen wir jetzt das Buch. Du hast recht. Vielleicht kannst du dieses Buch ja wirklich weiterhelfen. So versöhnt erreichten sie nach einigen Minuten Buchwurms bescheidenes Häuschen, welches einzeln auf einer kleinen Wiese stand, die jedoch vor Blumenvielfalt nur so strotzte. Wäre es Tag gewesen, so hätte man die verschiedensten Farben erspielen können. In dem ganzen bunten Chaos hätte man seinen Blick leicht verlieren können, doch hinter diesem Chaos stand die geniale Ordnung eines Hobbygärtners, der sich seinen eigenen, natürlich blühenden Garten zugelegt hatte, denn Buchwurm kannte jede seiner Pflanzen genau, sodass er in dem Chaos die Ordnung erblickte. Das Haus an sich war bescheiden und bestand nur aus einem Erdgeschoss, das eine größere Wohnung beherbergte, deren Ausmaße jene einer Vierraumwohnung glichen. Die Fassade war zwar im Grunde weiß, doch ein Mantel verschiedenster Kletterpflanzen, welche wild übereinander wucherten, hüllte das Gebäude in mehrere Grüntöne ein, von denen manche zart, andere wiederum herb wirkten. Auch hier zeigte sich jedoch, dass der Bibliothekar und begeisterter Angler und Gärtner sich um seine Pflanzen kümmerte, denn so wie in dem Garten, der ein einziges Blumenbeet mit Hecke darum war, ein malerischer Weg sich seinen Weg in ungleichmäßigen Kurven bahnte, sodass er wie ein natürlicher Flusslauf wirkte, so hatte der Herr des gärtnerischen Chaos sein Fenster sowie seine Tür regelmäßig von der wuchernden Pracht befreit, sodass diese gut erkennbar waren und das Haus wie ein kleiner Pflanzenburg wirkte. Das ist ja wunderschön, sprach Honoria süßlich und betrachtete die zahlreichen Blüten, während sie sich über den geschlängelten Weg zur Haustür bewegten. Am Tag ist es noch viel schöner. Vor allem im Frühling ist sein Garten ein wahrer Zufluchtsort für die verschiedensten Insekten. Ich habe bisher noch nie einen Ort gesehen, an dem man mehr Leben verspürte als hier. Während sie die, durch die Nacht gedämpfte, Pracht der Blüten betrachteten, erreichte sie die Tür. Dort angekommen, klopfte Ferry dreimal kräftig an und hörte dann ein Schlurfen. Es dauerte eine Weile, ehe der alte Mann an der Tür war und diese mit einem Flacken öffnete. Er trat mit einem grünen Bademantel, auf den sich Ranken abzeichneten, und braun karierten Pantoffeln hervor und hob seinen Kopf, wo er teils nur als Silhouette erkennbar war, da in seinem Wohnzimmer ein kräftiges Feuer im Kamin loderte, welches das Licht von hinten auf ihn warf. Ach, du bist es, mein Junge. Habe mich schon gewundert, wer so spät noch etwas von mir wollte. Er machte eine kurze Pause und sprach dann: Wie ich sehe, hast du deine Freundin mitgebracht. Was ist los? Seid ihr fertig? Habt ihr gefunden, wonach ihr suchtet? Nicht direkt, antwortet Ferry ehrlich, zog die Liste mit den Buchtiteln hervor, deutete auf das Buch Die Essenz des Lebens und sprach dabei interessiert: Ich glaube, dass dieses Buch uns helfen könnte, aber es ist leider ausgeliehen. Daher dachte ich, dass ihr uns helfen könnt. Der freundliche alte Mann ergriff das Pergament und setzte seine Brille auf, welche er bis dato mit einer Kette um den Hals trug, sodass sie bis zu seiner Brust herunterhing.
Er drehte sich ein wenig seitlich, bis der Schein des Feuers das Pergament erhellte, sodass er lesen konnte. Ah, ja. Die Essenz des Lebens. Ein fürchterliches Buch. Immer, wenn ich es in der Hand hielt, bekam ich eine Gänsehaut. Offen gestanden war ich froh, dass dieser Nekromant das Buch ausgeliehen hatte, auch wenn es mich im Nachhinein immer noch ärgert, dass er es bis heute nicht fertig gebracht hat, es zurückzugeben. Ihr kennt ihn also? Sprach Honoria und hoffnungsvoll fügte Ferry hinzu: Wisst ihr, wo er wohnt? Buchwurm nahm seine Brille von der Nase und musterte die beiden, ehe er besorgt sprach: Ein gefährliches Buch in der Hand eines Nekromanten. Ich weiß nicht so recht, ob es weise wäre, euch seinen Wohnort zu offenbaren. Immerhin scheint ihr so versessen darauf zu sein, dass ihr auf jeden Fall hingehen und das Buch suchen werdet. Da habt ihr recht, gab Ferry kleinlaut zu und senkte seinen Kopf. Doch schnell erhob er ihn wieder, als Buchwurm ihn mit einer Hand die List wieder in die Hand drückte und mit der anderen kameradschaftlich auf die Schulter klopfte und dabei fröhlich sprach: Nun, wenn ihr sowieso nicht ruht, bis ihr es gefunden habt, dann macht es ja auch keinen Sinn, es euch zu verschweigen. Er lebt in einer Höhle nahe der Grenze zum Sumpf. Ihr könnt sie nicht verfehlen, wenn ihr immer der Seitenstraße folgt, die als nächste hier links abgeht und dann, nachdem ihr einen Friedhof passiert habt, einfach kurz vor der Grenze aufhört. Dort müsst ihr suchen. Ich hoffe, ihr werdet finden, wonach ihr sucht. Erstaunt und glücklich hob Ferry den Kopf und sprach: Danke, danke, Herr Buchwurm. Sagt, was kann ich für euch? Nichts kannst du für jemanden wie mich tun, der doch schon alles hat, wonach sein Herz sich sehnt. Unterbrach der alte Mann ihn fröhlich, ehe er fortfuhr: Das Einzige, was du tun kannst, ist dafür zu sorgen, dass euch nichts geschieht, denn auch an euch hängt mein Herz. Immerhin bist du für mich fast wie ein Enkel und Honoria als deine Freundin liegt mir deswegen natürlich auch am Herzen. Ferry nickte und sprach: Ich werde so gut Acht geben, wie ich kann. Viel Glück wünsche ich euch. Apropos, gibst du mir bitte den Bibliothekschlüssel? Nur für alle Fälle, ich möchte ja auch morgen wieder
auf Arbeit gehen. Natürlich, und hab nochmal Dank. Mit diesen Worten überreichte Ferry den Schlüssel und das Paar verabschiedete sich mit einem Winken, was der alte Mann erwiderte, der sich wieder in sein Haus begab und dort die Türe verschloss. Mit diesen Informationen ging Ferry und Honoria den umschlungenen Weg zurück, um wieder auf die größere Straße zu kommen. Buchwurms Anweisung folgend, begab sich das Pärchen so in die dunkle Nacht, auf der Suche nach dem Nekromanten. Als sie, ohne nennenswerte Zwischenfälle, das Ende der Seitenstraße erreicht hatten, die, genau wie der Bibliothekar es gesagt hatte, einfach so inmitten von Einöde endete, blieben sie einen Moment stehen, um die Gegend nach der besagten Höhle abzuspähen. Nach einigen Schauen hob Honoria ihren Arm, streckte ihren Zeigefinger aus und deutete in die Dunkelheit, wobei sie sprach: Dort! Ich glaube, da ist die Höhle. Ferry lehnte sich nach vorne und verfolgte den wortwörtlichen Fingerzeig und sprach dann: Ich sehe zwar nichts, aber wir können ja zumindest einmal schauen. Er griff ihre Hand und zusammen näherten sie sich dem gezeigten Ort, der sich, als sie etwa noch 20 Schritte entfernt waren, tatsächlich als Höhle entpuppte. Sie lag genau an einem Hang, der das Reich der Untoten geografisch von dem Samantha-Herzogtum trennte und schien in dieses hineinzuführen. Seltsam war jedoch, dass der Hang lediglich einen Erdhügel darstellte, während die Höhle aus Stein wirkte. Ihre ovale, mehr als mannsgroße Öffnung, die nur durch die Umrandung des grau-weißen Gesteins von der Dunkelheit zu unterscheiden war, wirkte wie das Maul eines großen Schattens, der den Betrachter zuerst ängstigen und schließlich fressen wollte. Honorias Atem wurde schneller und sie presste die Hand ihres Geliebten, da dies sie immer beruhigte, wenn sie sich fürchtete. Ferry kannte die Geste und sprach beruhigend: Keine Angst, ist doch nur eine Höhle. Auf einmal war ein tiefes Jaulen zu hören, wie von einer Katze, die in der Tonlage Moll versuchte, schmerzhaft zu miauen. Dieses seltsame, nur schwer vorstellbare Geräusch führte dazu, dass die beiden Parapsychologen abrupt stehen blieben und die Höhlenöffnung ängstlich musterten. Was war das? Fragte Honoria und presste dabei Ferrys Hand fester. In ihrer Stimme hallte Angst und Unsicherheit wieder. Ferry schluckte kurz und sprach dann unsicher: Wahrscheinlich bloß der Wind in den Bäumen. Aha, antwortete Honoria kurz. Ihre skeptische und zugleich ängstliche Stimmlage verriet, dass diese Erklärung für sie bei weitem nicht ausreichte. Vorsichtig trat Ferry nach einigen Momenten der Ruhe einen Schritt nach vorne und zog Honoria nach, die etwas widerwillig folgte. Ein weiterer Schritt folgte und dann ertönte wieder das beängstigende Geräusch, welches beide zusammenzucken ließ. Als aus der Höhle dann auch noch für einen kurzen Moment ein roter Lichtschein drang, klammerte sich Honoria um Ferry, welches ihr auch in den Arm nahm. Er hatte auch Angst, doch er durfte diese nicht zeigen, da seine Geliebte sich sonst noch mehr fürchten würde. Sie warten in dieser Position für einen Moment. Als Honoria schließlich ihren Griff lockerte, ihren Kopf hob und Ferry mit ängstlichen Augen anblickte, sprach dieser: Wir müssen weiter. Wir müssen sehr nah dran sein, wenn man versucht, uns aufzuhalten. Ich weiß nicht, Ferry. Es ist so gruselig, erwiderte Honoria. Ferry atmete kurz durch und antwortete dann: Okay, ich habe auch Angst. Aber die Antwort muss hier liegen. Wir müssen in diese Höhle. Und wie stellst du dir das vor? Mit jedem Schritt, den wir näher kommen, werden die Phänomene stärker. Und meine Beine wollen jetzt schon in die andere Richtung rennen. Er beugte sich zu ihr hinab, gab ihr einen tiefen Kuss und sprach, weil er sanft ihre Wangen berührte: Liebste, vertraust du mir blind? Honoria wollte sofort ja antworten, weil sie ihm sehr vertraute. Aber bezüglich der jetzigen Situation fürchtete sie, dass ein Ja eine ziemlich erschreckende Erfahrung für sie heraufbeschwören könnte. So überlegte sie einige Sekunden hin und her, während Ferry sie tief und bedächtig anblickte. Sie musterte sein Antlitz und als sie seine zarten, vertrauensvollen Züge sah, schwand ihre Angst fast dahin und schuf so Platz für ein Gefühl der Geborgenheit, weshalb sie schließlich im ruhigen Ton antwortete: Ja, ich vertraue dir über alles auf der Welt. Nur bitte, was auch immer du vorhast, sorge dafür, dass es nicht zu schlimm wird, ja? Ferry nickte und erwiderte darauf: Ich denke, ich habe die humanste Lösung gefunden. Bist du bereit? Honoria nickte und sofort darauf ergriff Tam ihre Hand fest und rannte auf die Höhle zu, wobei seine Geliebte ihm, geführt durch seine Hand, folgte. Plötzlich ertönte das Geräusch erneut
Und aus der Öffnung der Höhle drangen geisterhafte Schemen in Form von Skeletten mit übergroßen Köpfen, die schreckliche, geweitete Fratzen hatten, die diffus und abstoßend wirkten. So hatten manche der Geister ein weit aufgerissenes Maul, aus dem eine große Zunge zwischen gefährlich würgenden, riesigen Reißzähnen hervorleckte. Ein anderer Geist hatte drei Augäpfel auf der Zunge, die auf dieser hin und her kullerten. Alles in allem waren die Gesichter abschreckend, abstrus und furchteinflößend, weshalb Honoria anfing zu schreien. Und ihre Augen schloss, während sie Fairy folgte, welche auch vor Angst ein lautes "Aah!" hervorstieß. Doch er ließ sich nicht beirren und hielt auf den Höhleneingang zu. Immer wenn er eine dieser Fratzen berührte, löste sie sich wie ein Nebel auf, und als er mit pochendem Herzen alle hinter sich gelassen hatte und die Höhle erreichte, verschwanden die Schemen so schnell, wie sie gekommen waren. Keuchend und mit pochendem Herzen drehte er sich zu Honoria um, welche sich gebückt an ihn klammerte und immer noch die Augen geschlossen hatte. Als er sah, dass sie noch mehr zitterte als er selbst, beugte er sich zu ihr hinab und nahm sie in seine Arme, wobei er leicht stotternd sprach: Wir haben es geschafft. Es ist vorbei. Honoria öffnete langsam ihre Augen und blickte sich um, weil sie jedoch Fairy nicht losließ. Erst als sie sich überzeugt hatte, dass keine Geister mehr da waren, ließ sie locker und erhob sich, wobei sie sprach: Das war das Gruseligste, was ich je gesehen habe. Fairy drehte sich um und blickte in das Innere der Höhle. Ein kleiner Lichtschein drang aus dem Innern heraus und flackerte an den Wänden. Die Silhouette gab eine Person preis, die an den Tisch saß und einen Löffel zu ihrem Mund führte. Fairy deutete auf die Silhouette und sprach: Entweder wir haben das Schlimmste hinter uns, oder es erwartet uns. Kannst du das nicht etwas aufbauender sagen? Sprach Honoria vorwurfsvoll, weshalb Fairy darauf erwiderte: Entschuldige bitte. Vielleicht beruhigt es sich zu wissen, dass ich glaube, dass wir das Schlimmste hinter uns haben. Das ist besser, antwortete sie süßlich. Sie ergriff Fairys Hand und gemeinsam traten sie langsam ein. Die Höhle war offenbar nicht sehr tief und schon nach wenigen Schritten machte sie eine ziemlich scharfe Kurve nach rechts. Als sie diese erreichten, lehnte sich Fairy an die Wand und lugte um die Ecke, um zu erspähen, was sich im Inneren befand. Er erblickte einen fast runden Raum, der im Durchmesser höchstens 4 Meter maß und dessen Zentrum sich ein Tisch befand, an dem, auf einem kleinen, dreibeinigen Hocker sitzend, ein alter Mann gerade eine Suppe aus einer Schüssel löffelte. An den Wänden befanden sich zahlreiche, mit Nägeln befestigte Bretter, auf denen sich die verschiedensten Dinge befanden. So waren diverse kleine Gesteine, einige tote, aufgehängte Tiere und Seltsamkeiten in Flaschen zu sehen. An der hintersten Wand befand sich ein Haufen Stroh, auf dem sich einige Kleider befanden. Offenbar war dies die Schlafstätte des alten Mannes. Dieser schreckte auf, als er einen frischen Kopf erblickte, der um die Ecke spähte und ihn beim Essen beobachtete. Als Fairy bemerkte, dass der alte Mann, dessen Vollbart grau war und bis zu den Knien reichte, was im Übrigen auch für seine gesamte Kopfhaare ebenso galt, ihn erwischt hatte, zog er eilig seinen Kopf zurück, wobei der Mann daraufhin mit strenger, aber auf seltsame Weise auch sehr väterlich wirkender Stimme rief: Hey da! Das sind aber unfeine Manieren, einen alten Mann so zu erschrecken. Er hörte, wie Fairy und Honoria sich umdrehten und einige Schritte gingen, dann rief er ihnen hinterher: Nun lauf doch nicht gleich davon! Ihr habt euch die Mühe gemacht, mich hier zu suchen und habt eure Angst vor meinem improvisierten Spuk überwunden. Und dann wollt ihr vor einem alten Mann davonlaufen, der euch zum Essen einlädt? Die Schritte hielten inne und Honoria blickte Fairy an, der verunsichert schaute. Ich traue dem Braten nicht, flüsterte sie leise. Mit Braten kann ich nicht dienen, ich habe nur Suppe, aber dafür ein ausgezeichnetes Gehör. Zumindest wenn ich mich konzentriere, sprach der alte Mann eilig, ehe Fairy antworten konnte. Er hat nicht Unrecht, begann Fairy und gab sich keine Mühe, leise zu sein, denn bewusst war, dass der alte Mann ihn eh hören würde. Wir sind am Ziel. Wir wollten zu ihm. Diese Worte richtete er an Honoria. Er sich umdrehte und sprach: Doch woher wissen wir, dass wir euch trauen können, Nekromant? Ah, ihr wisst von meinem Beruf, erwiderte der Alte höflich und fuhr fort: Vielleicht, weil ich noch kein Licht bin? Doch Nekromant seid ihr, nicht wahr? Beharrte Fairy. Und das macht mich zu einem bösen Menschen, hm? Wie naiv. Aber
Weisheit kommt manchmal doch mit dem Alter. Wobei ich daran doch zweifle. Es spielt doch keine Rolle, welcher Magie man sich zuwendet. Am Ende läuft doch alles auf dasselbe hinaus. Entweder man kennt die Grenzen seiner selbst, so wie jene der Vernunft, und ist ein Magier, oder man ist ein Tor, überschreitet die Grenzen und wird von der Magie verschlungen. Ob man als Nekromant ein Lich, als Illusionist eine Manität oder als Druide eine Bestie wird, die Regeln sind immer gleich. Zudem ist gut oder böse eine relative Ansicht. Wenn zwei Armeen gegeneinander kämpfen, welche davon ist die böse? Töten nicht Soldaten beiderseits ihresgleichen, um zu siegen? Über diese Worte musste Ferry erst einmal grübeln, wozu der Aldi noch einige Sekunden ließ, ehe er schließlich bittend sprach: Es wäre mir sehr lieb, wenn ihr mir Gesellschaft beim Essen leisten würdet. Nicht nur, weil es mir unangenehm ist, mit euch auf diese Weise zu reden, ohne euch zu sehen, sondern auch, weil ich seit langem keine Gäste mehr hatte. Am letzteren bin ich wohl selbst schuld, das gestehe ich ein. Aber diverse Zauber, die spukgleichen, halten mir ungewollte Besucher ab. Doch das erkläre ich euch später näher. Ferry nickte Noria zu, welche das Nicken erwiderte. Er ergriff ihre Hand und bog um die Ecke, wo der Alte mit einem freundlichen Grinsen dasaß und erwartungsvoll blickte. Auch wenn die Falten über seinen Augen wulstig wirkten und so fast über seine Brauen hingen, wodurch die Augen leicht zugekniffen wirkten, so konnte man doch erkennen, dass er sie freudig geöffnet hatte. Die Falten stellten ein Paradoxon zu den restlichen Zügen des Mannes dar, da diese, genau wie der Mann selbst, hager wirkten. Seine Backenknochen traten hervor und auf den Wangen, sowie auf seiner flachen Stirn, waren Runen in schwarzer Farbe zu erblicken, die den Nekromanten ein mysteriöses Aussehen verliehen. Er trug zudem noch einen braunen Umhang, der offenbar selten oder nie gereinigt wurde, da diverse Flecken auf ihm zu erblicken waren. Wenn der alte Mann nicht so rüstig gewesen wäre, hätte man ihn, abgesehen von den Runen, für einen armen Bettler halten können. Er deutete auf eine kleine Bank, die keine Lehne hatte und nicht höher als der Hocker war, wobei er sprach: Setzt euch ruhig zu mir. Wenn ihr noch ein paar Schüsseln und Löffel aus dem Regal holt... Er deutete auf die festgenagelten Bretter gegenüber des Eingangs. Könnt ihr auch gerne etwas von meiner Suppe abhaben. Während Ferry die Bank an den Tisch heranholte und sie auf die gegenüberliegende Seite des Tisches platzierte, sprach Honoria freundlich, aber verunsichert zu dem Nekromanten: Was für eine leckere Suppe habt ihr denn da gekocht? Spinnenbeinsud, war die knappe Antwort des Alten, der einen weiteren Löffel voll von seiner ganz speziellen Delikatesse aß. Honoria setzte sich neben Ferry, verzog ihr Gesicht und erwiderte schroff: Das ist ja ekelig. Nein, nein, entgegnete der Alte schnell und schlürfte einen weiteren Schluck, ehe er hinzufügte: Eklig ist gedünsteter Salamander. Der wird dann immer so schleimig. Spinnenbeinsud hat diesen bitteren, penetrierenden Geschmack mit einem Hauch von Säuerlichkeit. Entschuldigt, aber das kriege ich beim besten Willen nicht herunter. Ich befürchte eher, wenn ihr mir einen Teller davon reicht, dass der Teller hinterher noch voller ist als zuvor. Jeder sollte doch das essen, was einem schmeckt. Seht ihr es auch so? Versuchte Ferry zu beschwichtigen, was eigentlich gar nicht nötig war, da der Nekromant sich anscheinend nicht im geringsten gekränkt fühlte. Genüsslich nahm er noch einen Happen zu sich, leerte damit die Schüssel und antwortete dann: Weise Worte, junger Freund. Wäre ja schlimm, wenn wir alle denselben Geschmack hätten. Er wischte sich mit dem langen, baumelnden Ärmel seines langen Gewandes den Mund und fragte dann neugierig: Ihr wisst also, dass ich Nekromant bin. Kann ich also auch davon ausgehen, dass ihr meinen werten Namen kennt? Ja, wenn ihr der seid, nach dem wir suchen, so lautet euer werter Name Oholon, antwortete Ferry offen, woraufhin Oholon mit einem wissenden, fast schon verschmitzten Lächeln erwiderte: So kennt ihr mich also, doch ich weiß immer noch nicht, wer ihr seid. Verzeiht, das war unhöflich. Ich bin Ferry und dies bezaubernde Geschöpf neben mir ist meine Freundin Honoria. Wir beide sind Parapsychologen. Angenehm, fügte Honoria hinzu und nickte mit einem freundlichen Lächeln. Ferry und Honoria also. Und ihr geht dem alten Handwerk der Geisterforschung nach.
Er machte eine kurze Pause und strich sich über seinen langen Bart, ehe er mit gehobener Stimme gelassen fortfuhr. Nun, das hätte ich mir eigentlich denken können. Ein normaler, mit Phänomenen unerfahrener Mensch würde meine Spukverzauberung nicht so einfach überwinden können. Warum habt ihr eigentlich euren Eingang verzaubert? Fragte Honoria neugierig. Warum lebe ich im Sumpf? Warum stecken Menschen Grenzen ab? Warum existieren Türschlösser? So viele verschiedene Fragen und doch immer dieselbe Antwort. Um unerwünschte Gäste fernzuhalten. Antwortete Olan bedächtig. Aber ihr sagtet auch, dass ihr euch Gäste wünscht, als wir eintraten. Ist das nicht ziemlich widersprüchlich? Hakte Farid ehrlich interessiert nach. Ist es das? Fragte Olan rhetorisch. Es folgte eine Sprechpause, ehe er weise erläuterte. Wenn dem so wäre, dann könnte man statt einer Tür einen Raum auch durch eine Wand abtrennen. Doch das tut man nicht. Man schafft eine selektive Öffnung, Tür genannt, die nur durchschritten werden kann, wenn man einen Schlüssel besitzt. Somit kann man festlegen, wer die Tür durchschreiten und in das eigene Gebiet eindringen kann. Er senkte seine Stimme und ergänzte eilig. Sofern man davon ausgeht, dass keiner brachiale Gewalt anwendet und die Tür nur mit dem Schlüssel geöffnet werden kann. Das ist ja alles schön und gut, begann Fairy skeptisch. Aber wer sind die Personen, die ihr von eurer Höhle abhalten wollt? Wächter, Soldaten und Pöbel. Sie alle machen einem das Leben nur unnötig schwer, weil sie der Nekromantie und damit auch alle Nekromanten hassen und zugleich fürchten. Aber ich fürchte, Letzteres trifft auch auf euch zu, auch wenn ihr genug Mut bewiesen habt und ich euch somit passieren ließ. Es herrschte unangenehme Stille. Und Ferry und Honoria blickten sich tief an, so als würden sie ihre Gedanken wortlos austauschen können. Olan betrachtete die beiden eine Weile, ehe er sprach. Was ist? Die beiden Parapsychologen drehten ihre Köpfe zu ihm um und Ferry sprach vorsichtig. Ich möchte nicht unverschämt oder anmaßend sein, aber so gut wie jeder sagt, dass Nekromanten böse sind. Sie verwenden schwarze Magie, die sie aus Lebenskraft beziehen, machen Blutrituale. Und das sind alles Sachen, die ich auch nicht befürworten kann. Ich kann daher so die Angst als auch den Hass der Leute verstehen. Roland blickte den jungen Mann streng an, als Harry dazu bewegte, sich nach hinten zu lehnen. Doch dann hoben sich die Mundwinkel des alten Mannes zu einem kämpferischen Grinsen, wobei er sprach: Du fürchtest mich und bietest mir trotzdem die Stirn. Du bist sehr tapfer. Das respektiere ich. Er stand auf und drehte sich um. Wobei er die Hände auf den Rücken faltete, so dass er mit dem Rücken zu seinen Gästen stand. So verharrte er einen Moment, ehe er sprach. Alles, was du gesagt hast, ist wahr. So sind die Praktiken der Nekromanten. Dennoch sind wir keine schlechten oder minderwertigen Menschen. Wie ich schon sagte, unser Bestreben ist, wie es bei jedem ehrenhaften Magier ist, den Menschen zu helfen. Darum würden wir auch nie ein Leben opfern, um nicht ein anderes zu retten. Er drehte sich um und sprach eindringlich. Ja, wir opfern Tiere. Wir verbrennen Pflanzen, um aus ihrer Lebenskraft das schwarze Mana zu gewinnen. Aber wir machen das nicht zum puren Vergnügen, sondern um mit dem so frei werdenden Mana zu helfen. Was bedeutet schon eine geopferte Maus, wenn man damit die Blindheit heilen kann? Was ist so schlimm daran, einen Baum zu verbrennen, um ein Aar-Sumpfland in eine blühende Wiese zu verwandeln? Er machte eine kurze Pause, ehe er in seiner Rede fortfuhr. Und dennoch hasst ihr uns, wobei eure eigenen Opfer so viel größer sind. Täglich tötet ihr Schwein und Rind, um euren Hunger zu stillen. Ihr fällt mehrere Bäume, um euch eine zeitweilige Behausung zu verschaffen. Doch niemand verpönt euch. Niemand bewertet und richtet euch und eure Opfer. Er atmete aus und blieb dann still. Sein starrer Blick haftete erwartungsvoll auf die beiden Parapsychologen. Ferry erhob sich und sprach vorsichtig. Ich verstehe eure Argumentation und kann euch folgen. Doch eine Frage ist damit nicht beantwortet. Wenn eure Opfer geringer sind als unsere, warum verachtet man euch und euresgleichen?
als ich noch jung war. So vor 300 Jahren. Ferry und Honoria schauten den alten Mann verblüfft an, der dann sogleich mit gehobener Stimme stolz erklärte: Ja, auch das vermag die Nekromantie. Und dann in seiner eigentlichen Erzählung mit normaler Tonlage fortfuhr. Gab es noch haufenweise Nekromanten. In speziellen Schulen, den Nekarien, wurden ihnen die Künste gelehrt und man brachte ihnen den gleichen Respekt wie den Priestern und Geisterjägern entgegen. Naja, warf Honoria ein. Geisterjäger sind zumindest heutzutage eher für ihre Unberechenbarkeit gefürchtet. Ich kenne mich mit der heutigen Struktur leider nicht aus. Doch früher waren sie sehr angesehen. Entgegnete Oolon, eher fortfuhr und dabei auf und ab ging. Wie es dazu kam, weiß ich auch nicht, aber eines Tages wurde einfach ein Gesetz erlassen, das die Nekromantie verbot, da sie gotteslästerlich sei. Und nicht nur das, den Nekromanten wurde vorgeworfen, dass sie mit dem Teufel einen Pakt geschlossen hätten und dass sie die Ursache für das Entstehen von Dämonen, Geistern und dergleichen seien. Mit anderen Worten, die Priester hatten euch bei eurem damaligen Herrscher angeschwärzt? Warf Ferry ein, obwohl es wie eine Frage klang. Honlon nickte und sprach dann weiter. Zumindest hat mein Meister es mir damals so erzählt. Wie dem auch sei, es dauerte nicht lange, da hatte Emuel, unser damaliger Herrscher, der gleichzeitig auch Anführer der Kirche war, auch schon den Bann gegen uns Nekromanten ausgestoßen. Schnell dezimierten die Soldaten und die Priester unsere Zahl. Zuerst versteckten wir uns nur, und da sie nicht aufhörten, uns zu hetzen, beschlossen wir zu kämpfen. Es war ein verzweifelter Kampf, und er endete in einem Massaker, das fast alle Nekromanten das Leben kostete, sodass unser Berufsstand fast ausgerottet wurde. Nur diejenigen, die sich im Sumpf versteckten, überlebten. Mit der Zeit hat sich die Jagd dann langsam eingestellt und vor über 100 Jahren bin ich dann hierher zurückgekehrt. Ich habe seitdem nie wieder einen anderen Nekromanten zu Gesicht bekommen. Mit diesen Worten setzte sich Oolon traurig auf seinen mitleidigen Hocker und stützte sich mit beiden Händen auf, um seinen Kopf in seinen Händen abzulegen. Oolon, es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass ihr gejagt wurdet. Versteht bitte, uns erzählt immer nur die eine Seite. Wie gefährlich die Nekromantie sei und dergleichen, nie aber, wie es aus Sicht der Nekromanten ist. Tröstete Ferry und Honoria fügte hinzu: Das ist wahr. Ich danke euch, dass ihr uns die Augen geöffnet habt. Er legte seine Hände auf den Tisch nieder und sprach traurig: Ich danke euch für euer Mitgefühl, aber sagt doch bitte, warum sucht ihr nach mir? Es geht um ein Buch, das ihr euch vor langer Zeit aus der Bücherei ausgeliehen habt. Es heißt, die Essenz des Lebens. Wisst ihr etwas darüber? Er schlug mit der Hand auf den Tisch und sprach zornig: Noch so eine unangenehme Geschichte. Er hielt kurz inne und beruhigte sich, ehe er fortfuhr: Wisst ihr, es ist schon viele Jahre her, ehe ich Besuch hatte. Damals trat ein unerschrockener, mutiger Junge hier ein. Geisterjäger verfolgten ihn, weil sie glaubten, dass er besessen wäre, da irgendwelche Leute beobachtet haben wollen, dass er seine Mutter erdolcht hätte. Ich sah jedoch in seinen Augen, dass er zu so etwas nicht fähig war, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Er erzählte mir, dass seine Mutter sich selbst umgebracht hätte, weil ihr Mann sie betrogen hatte. Der kleine Junge weinte und bettete um Hilfe. Seine Angst vor den Geisterjägern war so groß, dass er meine Spukverzauberung durchbrach. Als ich sah, wie sich die Schergen näherten, webte ich einen Zauber, der vorübergehend das Land von meiner Höhle in eine Teergrube verwandelte. Ehe sie sich versahen, versanken sie darin und verstarben. Ich nahm den kleinen Waisen auf, denn ich wusste, wer sein Vater war und der seine Mutter verloren hatte, und erzog ihn wie meinen eigenen Sohn. Da lernte ich, dass ich nicht dazu bestimmt war, ein guter Vater zu werden. Ich weihte ihn in meine Künste ein und er lernte fleißig und wuchs auch schnell heran. Doch ebenso schnell wuchs sein Hass auf die Geisterjäger und Priester. Alle meine Versuche, seinen Zorn zu lindern, schlugen fehl. Und er missachtete meine Warnung, dass sein Hass, seine Gier nach Rache und sein unbesonnener Umgang mit der Magie ihn ins Verderben stürzen würde.
Darum habe ich mir damals dieses Buch ausgeliehen. Es ist so alt, dass manche glauben, dass es eine andere Fibel ist. Da die Fibel das Buch Gottes ist, wurde dieses Buch als das Buch des Teufels bezeichnet. Wer jedoch es gelesen hat, dem wurde schnell klar, dass es sich dabei lediglich um Rufmord handelt. Dieses Buch enthält nicht nur alte, mächtige Zauber der Lebens- und Todesmagie, sondern ist vielmehr ein ethischer Leitfaden, der die Menschen zur Toleranz und Barmherzigkeit erziehen soll. Seine Worte sind mit solcher Bedacht und Anmut geschrieben, dass von ihnen gesagt wird, dass, wenn sie erklingen, selbst eine wilde Bestie bedächtig zur Ruhe gleitet. Er schüttelte den Kopf und sprach dann zerrüttet: Doch mein Zögling war von einer wilden Bestie besessen, die das Buch nicht zu zähmen vermochte. Sein unbeschreiblicher Hass. Ich gab ihm das Buch und dachte, er würde zur Vernunft kommen, doch ich irrte. Allein die Beschwörungsriten interessierten ihn, und er erkannte in ihnen große Macht. Hätte ich nicht auf meine Intuition gehört und wäre ihm eines Tages in den Sumpf gefolgt, hätte er eine große Tragödie über unsere Heimat gebracht. Er stand da und las eine Beschwörung. Der Himmel verdunkelte sich und ein Gewitter zog so schnell auf, dass es sich dabei nur um Magie handeln konnte. Als ich mich näherte, sah ich, dass sich schwarze Schatten erhoben und vor ihm zusammenliefen, um sich zu etwas Großem zu vereinen. Ich tat das Einzige, was ich noch tun konnte. Ich ritzte mir mit meinem Dolch die Armvene auf. Er zog seinen Mantel zurück und zeigte die große Narbe, die vom Handgelenk bis zum Ellenbogen reichte. Und beschwor mit der dadurch frei werdenden Lebenskraft einen mächtigen Blitz, den ich ihm entgegenwarf. Er traf ihn und schmetterte ihn zu Boden. Dann wurde mir schwindelig und ich fiel bewusstlos zu Boden. Er machte eine kurze Pause und fuhr dann fort. Wie durch ein Wunder wachte ich jedoch wieder auf. Ich blutete zwar immer noch, doch mit letzter Kraft konnte ich meine Wunden mittels Magie verschließen. Mein Schüler jedoch war verschwunden und der Himmel war klar wie eh und je. Ich weiß bis heute nicht genau, was damals geschehen war, doch als ich das auf dem Boden liegende, aufgeschlagene Buch erblickte, war ich froh, dass ich ihn zur Strecke gebracht hatte. Denn er hatte versucht, eines der ältesten Übel, Verderbnis, den Gott des Hasses, der Zwietracht wiederzuerwecken. Mit diesen Worten schloss Urland seine Erzählung und blickte traurig zu Boden. Offenbar machte ihm die Erinnerung immer noch Schmerzen. In Fairies und Honorias Augen hingegen flammte ein Fünkchen Hoffnung auf, welches sogleich auf ihren Lippen übersprang und diese zu einem Lächeln formte. Das ist also des Rätsels Lösung. Verderbnis ist tatsächlich ein Name, und zwar der eines Gottes. Honoria legte sanft ihre Hand auf seine Schulter, woraufhin er sich zu ihr umblickte. Sie neigte ihren Kopf zu Olon, der zerrüttet seinen Kopf hängen ließ und mit starrem Blick auf den Tisch stierte. Daraufhin mäßigte Ferry sich etwas und sein Lächeln schwand erneut, woraufhin Honoria zu dem alten Mann sprach: Olon, es tut mir sehr leid für euch, doch wir brauchen eure Hilfe. Ich kann niemandem helfen. Ich habe es noch nie gekonnt und wenn ich es versuchte, dann wurde alles nur noch schlimmer. Antwortete dieser leise. Hört mich an, flehte Honoria und fuhr dann fort. Wir brauchen eure Hilfe. Schlimme Dinge geschehen. Geister und seltsame Wesen tauchen vermehrt auf. Und auf dem Geisterhügel wachsen seltsame Pflanzen, die irgendeine Art Kraft ausstrahlen, welche für die Untoten schädlich ist. Und es wird immer schlimmer. Ein Geist sagte uns, dass Verderbnis daran schuld sei. Doch wir wussten nicht, was er damit meinte, bis ihr uns die Augen geöffnet habt. Sie machte eine kurze Pause und holte Luft und dann fuhr sie fort. Und so wie es aussieht, ist dieser Gott, den ihr erwähntet, dabei in unsere Welt einzudringen. Darum bitte, helft uns! Der alte Mann drehte seinen Kopf langsam zu der flehenden Parapsychologin um und erwiderte dann gerührt: Ihr habt eine Art zu bitten an euch, die selbst ein Stein erweichen könnte, aber ich muss dennoch ablehnen. Sobald ein Priester bemerkt, wer oder was ich bin, bin ich geliefert. Zudem tauge ich nichts, was ich bereits erklärt habe. Honoria stöhnte kurz enttäuscht auf. Doch Ferry trat entschlossen einen Schritt vor und sprach: Dann helft uns wenigstens mit eurem Wissen. Was hat das mit Verderbnis auf sich? Was wisst ihr darüber?
Was ist es, das uns bedroht? Der Alte schüttelte kurz seinen Kopf, ehe er fortfuhr. Junger Freund, das möchtest du wirklich nicht wissen. Doch, das will ich. Entgegnete Ferry entschlossen und so direkt, dass Orlon kurz zurückzuckte, ehe er sprach. Deine Entschlossenheit beeindruckt mich. Gut, ich verrate euch, was es mit diesem Gott auf sich hat. Normalerweise bezieht ein Gott seine Macht aus dem Glauben der Menschen an ihn. Doch die ganz alten, elementaren Götter, die seit Anbeginn der Menschheit existieren, sind so essentiell, dass der Glaube an sie ein Teil des kollektiven Unterbewusstseins der Menschheit ist. Das reicht von Pyros, dem vernichtenden Gott des Feuers, bis zu Aqualia, der Göttin der Wässer und der Seen. Er machte eine kurze Pause und blickte seine Zuhörer durchdringend an. Ihr Blick verriet ihm, dass sie aufmerksam zuhörten, sodass er fortfuhr. Doch nicht nur die Elemente sind seit der Menschheit bekannt, auch Hass, Liebe, Begierde, all diese Dinge existieren seit Menschengedenken. So entstand Verderbnis, eine Ansammlung von Hass, Rache, Zorn und dergleichen, die sich als Gott manifestierte. Er nährt sich von diesen Dingen und umso mehr er von diesen erhält, desto mächtiger wird er. Eines Tages, so will es die Legende, ließ er sich auf Ero herab, da wo heute der Sumpf thront, um die Welt zu erobern, da er im Reich der Götter nicht herrschen konnte. Die vielen Jahrhunderte des Hasses und des Leids hatten ihn so genährt, dass er unbesiegbar erschien. Doch die Clans, die ehemals hier lebten und ständig in territorialen Kriegen lagen, erkannten die drohende Gefahr und schlossen sich zusammen, um ihm entgegenzutreten. Anfangs verlief der Kampf verheerend, sie hatten große Verluste zu erleiden. Doch umso länger der Kampf andauerte, umso entschlossener und brüderlicher kämpften sie. Während die dunkle Macht des Gottes dem Schlachtfeld alle Energie entzog und so den fast leblosen Sumpf zurückließ, den wir heute als bedrohliche Heimat von Phänomenen kennen. Diese Art der Brüderlichkeit, des Findens von gegenseitigem Vertrauen und der Einigkeit schwächten Verderbnis, da er keine Macht mehr aus den Menschen ziehen konnte. Denn so mächtig ein Gott im Himmelreich auch ist, da er dort auf die ganze Welt eingreifen kann, so schwach ist er doch auf Ero selbst, da sein Machtbereich nur das Gebiet betrifft, wo er sich gerade befindet. Und da die vereinten Heere ihm keine Macht mehr gaben, da sie ihren Zorn nicht mehr gegeneinander richteten, wurde Verderbnis immer schwächer, sodass sie ihn mit vereinten Kräften unter massiven Verlusten bezwang. Doch da ein Gott nicht wirklich sterben kann, banden sie ihn. Damalige Priester und Nekromanten hielten zusammen, und mit der bannenden Magie des Lichts und der schwächenden, verzehrenden Magie des Schattens schafften sie es, Verderbnis in eine Art magischen Käfig zu sperren und ihn so zu binden. Er sollte nie gefunden werden, weswegen sie sein Gefängnis magisch mit Tonnen von Schlamm überschütteten, sodass er nie wieder freikommen sollte. Auch der Weg in das Himmelreich war ihm verwehrt, da die Götter sein Treiben ebenfalls nicht billigten und ihn mit einem weiteren Bann belegten, der ihm nicht erlaubte, zurückzukehren. Er war also sozusagen magisch versiegelt und euer Schüler hat versucht, ihn zu befreien? Wozu? Fragte Honoria aufmerksam. Orlo nickte und antwortete: Wozu eine Geisel der Menschheit befreien? Er machte eine kurze Pause und sprach dann, wobei er seinen Kopf langsam schüttelte: Ich weiß es nicht. Offenbar versprach er sich Macht davon. Okay, das ist ja alles schön und gut, antwortete Ferry und verbesserte sich dann selbst. Naja, eigentlich ist es weder schön noch gut, sondern eher schlecht und angsteinflößend. Aber ihr sagtet doch, dass ihr euren Schüler aufgehalten habt, richtig? Das dachte ich zumindest. Doch so wie die Dinge stehen, muss ich wohl ein Irrtum eingestehen, sprach Orlon traurig. Aber wie konnte er den Bann brechen? Hakte Ferry nach. Orlon winkte ab und sprach: So schwer ist das nicht. Kennt man den Bannspruch und hat man ausreichend magische Fähigkeiten, dann muss man diesen nur rückwärts sprechen, während man genug Mana investiert. Und der Bannspruch steht leider in diesem Buch. Was? Wer macht denn sowas? Wenn ich schon weiß, dass man einen Bann so einfach zurücknehmen kann, dann schreibe ich ihn doch nirgendwo auf. Womit steht denn da der Sinn? Fragte Ferry etwas ungehalten. Dieses Buch sollte nie als eine Waffe oder ein Werkzeug des Bösen dienen.
Es sollte den Menschen zeigen, welches Leid sie über sich selbst bringen. Er sollte sie lehren, nicht noch einmal solche großen Torheiten zu begehen. Die Geschichte um Verderbnis und der Bann sind hier aufgeführt, damit man eine Waffe hat, falls ein anderes mächtiges Übel den Frieden wieder bedroht. Keiner nahm an, dass es einen solch großen Toren geben würde, der dieses Wissen nutzen würde, um ein solch großes Übel von seinen Banden zu befreien. Erklärte Olon, war Ferry etwas frech. Na, da hat der Autor sich auch ganz schön geirrt, erwiderte. Doch wenn ihr schon um diese Gefahr wisst, warum habt ihr euren Schüler dann dennoch das Buch gegeben? Fragte Honoria. Niemand hätte ahnen können, dass mein Schüler Verderbnis wirklich findet, denn der Ort seines Gefängnisses wurde nirgends erwähnt. Zudem ist der Bann auf eine ganz alte laschweinische Weise geschrieben, die ich kaum vorwärts entziffern kann. Daher ist es mir ein Rätsel, wie mein Schüler das schaffte. Also ist Verderbnis wieder frei? Sprach Honoria erschrocken, woraufhin Ferry zynisch antwortete: Na wunderbar. Ein unsterblicher Gott, der vor langer, langer Zeit einmal gefesselt worden war, weil er in seinem Wahnsinn die Welt versklaven wollte und der sich zudem noch von Hass und Leid nährt, ist befreit worden. Und passenderweise wird General Bodovan schon bald in die Schlacht gegen eigentlich unschuldige Untote ziehen, die ihrerseits wieder den Menschen die Schuld zuschieben, und es wird eine regelrechte Flut von Hass und Leid geben. Ferry beendete seinen Satz und raufte sich die Haare. Doch dann hielt er inne, weil Olon ihn verwirrt mit zugekniffenen Augen anblickte und dann vorsichtig sprach: Wie war noch einmal der Name? Ferry. Doch nicht deiner, sprach der Alte schroff, ehe er nachhakte: Ich meine diesen General. Wie war noch gleich sein Name? Bodovan. General Natas Bodovan, antwortete Ferry ehrlich, woraufhin sich die Augen des Alten weiteten und er einem Fisch gleich nach Luft zu schnappen begann. Alles in Ordnung? Rief Honoria besorgt, eilte zu ihm und presste ihre Hand sanft auf seine Brust. Er beruhigte sie mit einer Handgeste und nahm dann ihre Hand vorsichtig von seinem Körper weg, wobei er erklärte: Er ist doch nicht tot? Bodovan ist mein Ziehsohn. Verblüfft schauten die Parapsychologen ihn an, woraufhin er erwiderte: Schaut nicht so überrascht. Ich wundere mich viel mehr als ihr. Immerhin habe ich ihn großgezogen und getötet. Nun gut, letzteres glaubte ich zumindest bis gerade eben. Aber das... begann Ferry und machte eine kurze Pause. Aber das wird ja bedeuten, dass... Ja, genau. Es war alles ein abgekartetes Spiel. Die Phänomene, die Bedrohung der Untoten durch diese Kraft und der nun deshalb drohende Krieg. Alles geplant, um Verderbnis wieder zu dem zu machen, was er einmal war. Ein mächtiger Gott, erklärte Oholon. Doch warum? Rief Honoria energisch. Wer weiß, was dieses Wesen ihm für Versprechungen gemacht hat. Macht macht schnell blind, und Bodovan, dessen Herz sowieso mit Hass und Zorn gefüllt war, war für Verderbnis sicherlich eine leichte Beute. Schweigen. Die Situation war unangenehm und jeder malte sich in seinen Kopf aus, welches Unheil nun drohte. Das Schweigen wurde immer unangenehmer und schließlich, nach einigen bedrückenden Minuten, stand Odon auf, ergriff seinen Stab, der in der Ecke stand und wie eine zu groß geratene Wurzel erschien und sprach: Ich werde euch begleiten. Wir müssen handeln. Doch was sollen wir tun? Bodovan ist die rechte Hand des Herzogs. Er wird uns sicher keinen Glauben schenken, entgegnete Ferry. Wenn er seinen Ohren nicht traut, dann müssen wir eben auf sein Augenlicht vertrauen. Was meint ihr damit, Oholon? Fragte Honoria, woraufhin der Nekromant entschlossen antwortete, wo er das Buch ergriff und unter seinem Mantel in eine Tasche verbarg. Wir werden Verderbnis in der Schlacht rufen, sodass er sich erneut zu erkennen gibt. Sein Erscheinen sollte reichen, um allen die wahre Ursache zu zeigen und sie wieder zu vereinen, sodass wir ihn erneut bezwingen werden. Die Parapsychologen schauten ihn erfreut an und nickten ihm zu, wobei er an ihn vorbeischritt und aus der Höhle trat, wobei er im Vorbeigehen hinzufügte: Das hoffe ich zumindest. Daraufhin schwand der Optimismus aus den Gesichtern von Ferry und Honoria, als sie Oholon aus der Höhle folgten. Er stand draußen und betrachtete den Himmel, als Ferry zu ihm sprach:
Vielleicht sollten wir wenigstens versuchen, Herzog Flatulentius zu überzeugen. Noch ist es nicht zu spät. Du sagtest doch selbst, dass er uns keinen Glauben schenken wird. Warum also sollten wir uns dennoch darum bemühen? Fragte Orodon gelassen. Ferry schüttelte den Kopf verunsichert, er antwortete: Zugegeben, es ist nur eine kleine Chance, aber ich finde, wir sollten sie nutzen. Wenn die einzige Alternative darin besteht, Verderbnis zu rufen, dann finde ich die Option, mit dem Herzog zu reden, allemal lobenswert, auch wenn die Chance auf Erfolg gering ist. Ich meine, es kann ja nicht schaden. Wenn er uns kein Gehör schenkt, dann können wir immer noch Verderbnis rufen. Orodon strich sich mit seiner Hand über den Bart, er mit ruhiger, selbstbewusster Stimme antwortete: Gut, versucht es. Ich kann euch aber nicht begleiten. Wenn Bodovan mich sieht, dann wird er Verdacht schöpfen. Ich stelle es mir überdies schwer vor, den Herzog zu konsultieren, ohne dass Bodovan dabei ist. Immerhin sagtet ihr mir, dass er sozusagen seine rechte Hand ist. Ferry verschränkte die Arme und setzte ein wissendes Grinsen auf, wobei er sprach: Das lass mich nur machen. Ich hab da so meine rhetorischen Mittel und Wege. Orlon blickte Ferry verblüfft an und ließ dann seinen Blick zur Noria schweifen, welche mit einem fast schelmischen Grinsen zustimmend nickte und damit den Nekromanten überzeugte, welch daraufhin erwiderte: Nun gut, wenn du das kannst, dann werde ich hier auf euch warten. Ihr könnt ruhig mitkommen. Ich kenne einen Ort, an dem euch niemand suchen wird. Vertraut mir. Mit diesen Worten drehte sich Ferry um, ergriff Honorias Hand und wollte gerade losgehen, als auf einmal ein merkwürdiger, dicker, schwarzer Nebel um sie herum aus der Dunkelheit zu kommen schien, der sie einem Hai gleich umkreiste und mit jeder Runde seine Bahn enger zog. Was ist das? Rief Honoria erschrocken, als sich an Ferry lehnte, während Orodon sich mit dem Rücken an die beiden lehnte und seinen Zauberstab gegen die nebelige Macht schwang, wobei er sprach: Ich weiß es nicht, aber es ist definitiv magisch. Als der Stab des Nekromanten die Nebelschwaden berührte, blieb dieser in der dichten Masse hängen, wie ein verirrter Abenteurer im Treibsand. Orodon zog an dem Stab mit all seiner Kraft, doch bis auf ein kleines, fast spöttisches Rütteln war keine Bewegung zu erkennen. Orodon, tu doch was! Rief Ferry, der erfolglos versuchte, den Nebel mit seinen Händen wegzuwehen. Tu ich doch, es klappt nur nicht! Antwortete der Nekromant mürrisch und ließ den Stab los, der sogleich von der Masse verzehrt wurde. Dann sagt uns wenigstens, was wir tun können, beharrte Ferry. Wenn ich Priester wäre, würde ich sagen, betet. Antwortete der alte Mann, während der Nebel sie immer mehr umschloss, sodass er nur noch wenige Zentimeter von dem Trio entfernt war. Ich habe momentan keinen Sinn für Humor. Das ist aber schade, antwortete Orodon, ehe er sprach. Na gut, dann versuchen wir es mit einer Verzweiflungstat. Rennt! Sofort rannten die drei in verschiedene Richtungen los, doch es war vergebens. Sobald sie den zähen Nebel, der eher täglich berührten, legte er sich wie ein schwerer Schleier um sie und drückte sie zu Boden. So verblieb er eine Weile, ehe er so schnell verschwand, wie er kam, und ließ die drei Menschen zurück, welche reglos am Boden verharrten.